Schwarz. Zweite Liga, München 60 gegen den VfL Bochum, das absolute Spitzenspiel 2 gegen 1. Und wenn die 60er plötzlich nach dem Aufstieg gleich wieder so weit oben mitspielen, dann greift dieses typisch Münchner Phänomen. Die 60er sind populärer als die Bayern. Darum heute ausverkauftes Haus, 30.000 auf Giesingshöhen in der Grünwalder Straße. Unter ihnen Uli Köhler. Oktoberfestzeit, 60er Zeit. Die Zaungäste mit Sperrsitz heute am meisten beneidet. Tausende standen noch draußen, ohne Karte. Bochums Anhänger hatten heute Verstärkung bekommen im Kampf Blau-Weiß gegen Weiß-Blau durch Rot-Weiß, die Bayern-Fans. Das ist er, der Mann, über den derzeit die zweite Liga spricht, Peter Packhut. Nach 20 Minuten abwarten, durchatmen, einschläfern, die erste ernstzunehmende Aktion von Schlotterbeck. Mit Bochumer Charme, gebremst von der Palma, und der ausgezeichnete Schiedsrichter Heinemann zeigt gleich, dass er es mit den Kickern in allen Belangen aufnehmen kann. Freistoß 1860 und Peter Packhult. Glück für Bochum, dass er da noch leichte Orientierungsschwierigkeiten hat. Es dauerte eine halbe Stunde, ehe der Tabellenführer ernstzunehmenderweise vor dem Münchner Tor auftauchte. Holger Aden und seit Wochen einer der besten Münchner, Rainer Berg, im Tor. Durchatmen, Werner Lorand. Dass Bochum nicht so ins Spiel kam, lag vor allem daran, dass die beiden Asse Wosch und Uwe Wegmann gut abgeschirmt wurden. Schlotterbeck setzt sich durch. Bernhard Winkler, wieder Schlotterbeck. Die 60er spielten einfach aggressiver und mutiger. Armin Störzenhoff-Ecker. Da war er noch ein Bein dazwischen. 1:0 für die 60er. Und das war auch der Pausenstand verdient, weil die Münchner einfach die aktiveren waren. Nach der Halbzeit die 60er weiter zielstrebig und ohne Schnickschnack. Es war nicht zu merken, dass die Münchner gerade aus dem Amateurlager auf und der VfL aus der ersten Bundesliga abgestiegen war. Trares. Nochmal und Wessels. Die Bochumer erkannten jetzt, dass es ernst wird und dass sie etwas tun müssen, wenn sie hier noch etwas holen wollen. Sven Christians. Und wieder Rainer Berg. Holger Aden. Gefahr noch nicht bereinigt. Und nochmal Berg, denn ganz so einfach ließen sich die Münchner auch wieder nicht abschießen. Freistoß im Hof. Bernhard Winkler. Und das 2:0 wie aus heiterem Himmel. Der erste Gratulant natürlich Peter Packhut. In der Wiederholung zu sehen, Bochums Abwehrrecken hatten bei dieser Standardsituation eine Auszeit genommen. Doch so ganz ohne Gegenwehr wollten sich die Bochumer doch nicht mit ihrer ersten Niederlage abfinden. Christian Herrmann auf Uwe Wegmann. Berg ist da, Aden kommt nicht mehr an den Ball. Doch der ist drin, nur noch 2:1. Jetzt brach das große Zittern bei den Löwen aus, aber noch sind sie im Angriff. Peter Packhult, ein Riesenschnitzer, Bernhard Winkler. Das 3:1. Noch einmal in der Wiederholung. Frank Heinemann hatte klassisch aufgelegt und Wessels ohne Chance. Tja, noch hatten die Löwen nicht genug. Es ging jetzt in der Einbahnstraße. Bernhard Winkler. Und das sind Tore nach Wiener Art. Peter Packhult. 4:1. Ja, so leicht kann es gehen. Die Zuschauer sagen jetzt, einer geht noch rein. Und die Spieler wollten ihnen diesen Wunsch natürlich erfüllen. Und wieder Peter Packhult. Es blieb beim 4:1 und damit war es auch genug. Bochums erste Niederlage war perfekt und in München feierten sie noch 20 Minuten nach Spielende. Keiner ging nach Hause.